Ja. Ich habe eine wichtige Frage an euch. Und es gibt nur eine richtige Antwort hier. Wenn ihr eine Stunde hier mit Bibi verbringen könntet, was würdet ihr tun? Wisst ihr die richtige Antwort? Die richtige Antwort ist, sie nach Hause schicken, weil sie nicht die richtige Kleidung. Dunkelheit. Ich könnte das nicht ertragen. Dort vorne ist ein Dar. Sie wurden vermutlich über unser Kommen informiert. Ich glaube also nicht, dass sie auf uns schießen werden. Die richtige Antwort ist, sie nach Hause schicken, weil ihr kalt ist. Das ist die richtige Antwort. Also, mit Bauchfreund Leiber kann man da nicht herumrennen. Nehmen wir mal das Mass Effect Andromeda Pro Team. Oh, coole Rüstung, Liam. Das schaut echt gut aus. Schaut echt gut aus. Ah, es ist kein Garrison Rex, aber es. Rex seine Rüstung schaut nicht so cool aus. Oh, muss ich da jetzt noch einen Mord holen für den? Der schaut dick aus mit der Rüstung. Ich meine, das ist ein Grugianer. So, bestätigen. Neues Team. Herbei. Team? Ah. Hey. Das Pro-Team. Das schaut ein bisschen anders aus. So, was da ist mit meiner Aufnahme? Nehmen wir auf. Wir nehmen auf. Gut. Schaut das cool aus in dieser Map. Das ist die größte Stärke von Mass Effect Andromeda. Dass die Maps so gut ausschauen. Da kann man sich aufs nächste Mass Effect Spiel freuen, wenn die das... Nicht übereinander reden! Wenn die das wieder so gut hinkriegen. Feuchtigkeitsfilter. Die Taschentücher. Ist das eine Salbe? Nebenquest nehmen wir an, warum nicht? Pathfinder Rider, wie schön, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Ich bin Ari Westcheck, Gelehrter und Chronist. Ich habe Ihren bisherigen Weg mit großem Interesse verfolgt. Chronist? Das heißt, Sie sind so etwas wie ein Historiker, richtig? So ist es. Ohne Erinnerung an die Vergangenheit oder Hoffnung auf die Zukunft sind wir wie Staub im luftleeren Raum. Das haben Sie schön gesagt. Die Worte meiner Großmutter. Sie hat mich auf diesen Weg geführt. Es ist mein Lebenswerk, jene Ereignisse festzuhalten, die unsere Welt formen. Die Ankunft von Besuchern aus einer anderen Galaxie stellt dabei natürlich eine signifikante Entwicklung dar. Können wir Ihnen bei Ihrer Arbeit irgendwie helfen? Ich wollte schon immer wissen, wie die Kett-Invasion begann. Wir selbst haben leider keine Aufzeichnung über den Erstkontakt, aber die Cat müssten ihn dokumentiert haben. Wo könnten diese Informationen zu finden sein? Die Cat sind ein militärisches Volk. Sie müssen Logs angelegt haben. Möglicherweise kann man ja in ihrer Basis auf Vol darauf zurückgreifen. Es wäre tollkühn, sich ihr zu nähern. Aber sollten sie zufällig einmal dort sein, wäre ich ihnen dankbar, wenn sie sich ein wenig umsehen könnten. Ich überlasse Sie dann mal wieder Ihre Arbeit. Natürlich. Sie müssen gehen. Ich hoffe, wir können uns in weniger unruhigen Zeiten noch einmal unterhalten. Ich würde liebend gerne mehr über Ihre Leute erfahren. Ja, meine Leute. Über das Bro-Team ohne bauchfreien T-Shirts. Oder meinst du die Leute mit bauchfreien T-Shirts? Ah, schon wieder keine Hintergrundmusik. Das verstehe ich in dem Spiel nicht, aber es ist in der Mass Effect Legendary Edition war es anscheinend auch das gleiche. Dass einfach ein haufenweise Hintergrundmusik fehlt. Meins. Schau. Angara-Panzerung in Gold. Die könnten wir uns eigentlich anschauen. Was gibt's da hinten? Ja, ist schon zu spät, ich bin durchgelaufen. Wollte mich stoppen jetzt? Du bist wirklich nach Aya? Ja, ich darf drei Jahre dort arbeiten. Clever. Was? Ja, reib es mir nur unter die Nase. Okay, doch, irgendwas können wir, wenn dann scannen.
Warum darf ich hier nicht hinten rein? Hier. Ich fasse das Eis an und ich lecke dran, wenn ich will. Keine Widersprache. Durch reines Glück. Ja, 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 ja. Spiel den Talk. Bünde die Loot. Kennen wir dich? Buxton sagt, sie hätten ihren Bruder gerettet. Ich kann meine Dankbarkeit dafür gar nicht in Worte fassen. Ich bin Eska Yeveth, Stadtwalterin von Techix. Ich werde ihren Aufenthalt hier so angenehm wie möglich gestalten. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Und das heißt, es ist kalt. Oh. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Stadtwalterin Eska. Ich bin Pathfinder Ryder von der Andromeda-Initiative. Wunderbar. Wir haben eine Redensart, die lautet, es gibt keine Fremden, nur unbekannte Freunde. Sie haben gute Redensarten. Fallen mir. Erzählen Sie mir mehr über Techix. Es ist die größte Stadt auf Wold, Heimat für Hunderte meines Volkes. Wir stellen her, wir handeln und wir versuchen ein gutes Leben zu führen, trotz der Präsenz der Cat. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht und es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre. Was ist mit Aya? Schwefelhaltige Luft, nichts für mich. Ich will sie nicht länger stören. Sie stören überhaupt nicht. Möge ihr Glück wachsen, Ryder. Ich weiß nicht, warum die so leise redet. Na, ist vielleicht was Menschliches. Redet ja nicht jeder gleich laut und prägnant. Sie sind der Pathfinder. Ist es wahr, was man sich erzählt? Können Sie mit den alten Maschinen reden? Sie meinen die Relikte? Ich bin für Sie keine Gefahr. Das war ich nie. Sagen Sie ihnen, dass sie mir nichts mehr tun sollen. Haben Sie sie verletzt oder einfach nur vertrieben? Sie haben mich gejagt und ich bin auf dem Eis ausgerutscht. Das haben Sie mir angetan. Wieso sollten Ihnen die Relikte etwas antun? Ich suche bei den Säulen nach nützlichen Dingen, nach guter Tech. Und bis jetzt hatten mich die Maschinen immer in Ruhe gelassen. Sie sind falsch informiert. Ich kann nicht wirklich mit den Relikten reden. Und selbst wenn, glaube ich nicht, dass sie auf mich hören würden. Wozu sind sie dann gut? Danke für gar nichts. Wofür bist du gut, ha? Huh? Ich habe keine guten Roasts. Sorry. Das hat nicht mal verletzt geklungen. Doch schindet doch nur. Ich registriere einen Temperaturabfall. Oh, danke, Sam. Das will ich nur ohne dich tun. Als Mensch weiß man nicht, wann es kalt ist und wann nicht. Sie ist ein Bett. Das ist besser, als in der Kälte und Dunkelheit zu schlafen. Ja, da draußen ist es wirklich ziemlich dunkel, nicht wahr? Ein Glück, dass Marip hier Sonnenlichtlampen hat. Wer war das? Krogiana? Oh, hör auf, mir ins Gesicht zu teleportieren. Du bist nicht Rey Skywalker. Ja, die hört auf zu reden, wenn ich vorbeikomme. Sehr verdächtig. Da noch irgendwas? Händler? Niemand wird betrogen. Wie können Sie mir so etwas mitten auf der Straße vorwerfen? Händler. Sie sind der Mensch, der von Aya gekommen ist. Ist es dort immer noch so schön? Auf der Stadt jagen. Ich durfte mir nicht sonderlich viel ansehen. Hauptsächlich die Dogs. Wie bedauerlich. Ich bin dort geboren. Ich habe meine Kindheit in warmer Luft und Sonnenschein verbracht. Ich werde nie vergessen, wie sich das angefühlt hat. Was verkaufen Sie? Ich handle mit denjenigen, die Dinge besitzen, die sie nicht mehr brauchen, dafür aber etwas benötigen, das ich habe. Kleine Annehmlichkeiten, nichts, was für Sie von Wert wäre. Was sind auf Vault kleine Annehmlichkeiten? Kleidung, Werkzeug, Kunst, Spielzeuge, was auch immer die Leute an glücklichere Zeiten erinnert. Dinge, an die sie sich im Dunkeln klammern können. Was meinen Sie mit denjenigen, die Dinge besitzen, die sie nicht mehr brauchen? Flüchtlinge, die alles mitgenommen haben, was sie tragen konnten. Je leichter ihre Last, desto einfacher ihre Reise. Und ich zahle gut. Wieso gehen Sie nicht wieder zurück?
Mein Leben, meine Familie, meine Arbeit, das alles ist hier. Danke für das Gespräch. Danke, dass Sie mich an Aya erinnert haben. Okay, Händler, da war irgendwas. Einkaufen. Meine Objekte, Händler, wo ist Schrott verkaufen? Hier. An Irishai, sagt mir gar nichts. Haben wir das Geld? Ja, dann her damit. Sonst noch irgendein Schwachsinn, den ich verkaufen kann? Falken. Falken war ziemlich nutzlos eigentlich. Oh boah, ich kann mich nicht mal an die Waffen wirklich erinnern. Weg damit. Weg damit. Angara doppelt. Schau, können wir eine verkaufen. Perfekt. Wow. Chill out, Rider. Okay, machen wir Mission. Oder hier gibt es noch was zum Reden. Am Anfang der Episode kann man ein bisschen reden und dann ist Zeit für Action. Das schaut nach einem faden Raum aus, was ihr da habt. Interessant, nicht mal Betten, keine Regale. Da leben die Agara wie die Spartaner anscheinend. Nur das Nötigste, eine Wand. Hinter mir. Hey, wie soll man da hinterkommen? Ein Mensch? So weit hier draußen. Sie müssen wirklich Mut haben. Wenn jemand meinen Leuten helfen kann, dann Sie. Wobei soll ich Ihnen helfen? Die Cat haben nicht weit von hier einen Dar zerstört. Als Vergeltung, nachdem sie der Widerstand vertrieben hatte. Die Leute wurden entweder getötet oder verjagt. Sie mussten alles zurücklassen. Schaut, Liam hat den Highground sich erarbeitet. Schlauer Mann. Können Ihre Leute irgendwo unterkommen? Man kümmert sich bereits um sie. Aber wir stehen jetzt vor einem neuen Problem. Ich bin Historiker und in diesem Dar gab es ein unbezahlbares angaranisches Artefakt. Eine antike Karte von Vought. Ich habe zwei meiner Kollegen losgeschickt, um sie zu bergen. Aber sie sind dort draußen in Schwierigkeiten geraten. Die Cat kam zurück, um die Sache zu Ende zu bringen. Jetzt brauche ich jemanden, der meinen Leuten dabei hilft, sich den Weg freizukämpfen. Das wird riskant. Können doch mich zählen. Keine Sorge. Ich werde sie da rausholen. Sie sind unsere Rettung. Ich gebe ihnen den Nervpunkt des Dar. Und bitte beeilen sie sich. Mir gefällt der... der High Ground, Liam. Zum Vorgehen. Ah, ich kriege es schwerer einen Temperaturabfall. Danke, Sam. Danke. Den habe ich nicht selber gespürt. Nein? Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Oh Gott, du wirst wohl, dass ich das Mod runterlade. Dass du endlich deinen Mund haltest. Kann ich hier nicht die Ankara-Rüstung ausrüsten? Nomad. Die Kollegen reden immer miteinander im Nomad drin, wie es ausschaut. Hinter ihren Reflexen steckt echtes Können. Wer hat sie ausgebildet? Wie schon gesagt, ich war ein paar Jahre Gesetzeshüter. Das ist doch Schwachsinn. Welcher Veteran hat Ihnen gezeigt, wie man sich bewegt? Freunde bei Hassel. Ende der Geschichte. Sehr gesprächig. Aber ist okay, so bin ich ja auch meistens. Wird nichts passieren. Wir werden unser Bestes. Sind Sie hier, um die Yevara zu beobachten? Was sind die Yevara? Wenn Sie über den gefrorenen See laufen, können Sie sie unter dem Eis sehen. Sie leben seit Jahrtausenden auf Vault. Die Geschichten über die Yevara sind die einzigen angaranischen Volksmärchen, die die Geißel überdauert haben.
Sie sind wunderschöne, intelligente Geschöpfe. Ich mache mir Sorgen um Sie. Die engste Verbindung zu unserer Vergangenheit. Und jetzt werden Ihre Leute Sie jagen, bis auch der letzte von Ihnen tot ist. Mir war nicht bewusst, dass die Initiative auf Volt überhaupt jagt. Nicht die Initiative. Gesetzlose. Sie haben in den Monaten seit Ihrer Landung schon 2 Dutzend getötet. Wir haben nicht die Ressourcen, um diese Wilderer aufzuspüren. Und der Widerstand hat auch so schon genug zu tun. Wenn das so weitergeht, wird unsere einzige Verbindung zu unserer Geschichte für alle Zeiten verschwinden. Ryder, Sie müssen diese Jäger aufhalten. Die Jevara sind für die angaranische Kultur von entscheidender Bedeutung. Natürlich. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um Ihnen zu helfen. Ich würde Sie gerne begleiten, Ryder. Okay. Sie sagten, es gäbe bei Ihnen Volksmärchen über die Jevara. Ja, aus irgendeinem Grund sind die Geschichten über die Jevara die einzigen, die die Geißel überdauert haben. Die meisten von ihnen drehen sich um dasselbe Thema. Ein Lied der Jevara, das so schön ist, dass es die Sonne hervorlocken kann und die Sterne enthüllt. Das sind natürlich nur Legenden. Aber wenn man seine gesamte Geschichte verloren hat, sind Legenden nun mal kostbar. Ich verstehe, warum Ihnen die Jevara so wichtig sind. Nicht nur uns, sondern allen, Angara. Sie sind ein Symbol für das, was uns die Geißel genommen hat. Wir dürfen sie nicht verlieren. Space Whales, I see. Okay. Ich überlasse sie dann mal wieder ihre Arbeit. Das machen wir ein anderes Mal, da will Jarl dabei sein. Boost, hier ist der Boost. Big Charm. Ah, nicht so big. Ausstrecken, du Stück Schrott. Ich könnte diese Beinprothese justieren, vielleicht sogar verstärken. Oder ich verschaffe Ihnen eine eigene, mit der Sie dann rumspielen können. Okay, humpeln Sie eben weiter. Das sind keine guten Freunde. Was gibt's hier draußen? Die Flair schaut nicht so gut aus, im Gegensatz zu anderen Sachen. Qualitativ von der Grafik her sehr stark ausschauen. Okay. Also auf herumzumeckern, ihr zwei. Und weiter geht's. Leon wird doch nicht mit allen Leuten nur rummeckern, oder? Was sagt denn die Karte hier eigentlich? Hier drüben war hier eine Mission. Ah, oh, Sam. Obwohl ich eigentlich keine Lust habe, wenn es schon am Weg liegt. Kann ich nicht Nein sagen. Weiter, deine Temperatur sinkt. Noch ein eidetischer Auslöser, Sam? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf dem Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Action! Wir haben Ziele! Da geht's schon krass ab. Okay, ich brauch mein... Yeah. Komm schon, Kurana. Gute Arbeit. Danke, Sam. Danke. Gute Arbeit, Sam. Danke für die Info. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Ich wollte eigentlich keine Mods mehr downloaden, aber verdammt, Sam. Klappe. Unglaublich, der Typ. Ich kann einfach nicht aufhören zu reden. Scan Rider sagt nichts. Ich kann hier auf die Karte klicken und andere Missionen auswählen. Yes. Ich da quick saven? Oh, nur langsam saven. Wird doch irgendwo eine Quick Save Funktion geben. Diese Relais transportieren Energie über große Entfernungen. Ich nehme an, Sie haben sowas schon mal gesehen.
Nein, alles völlig neu. Ich dachte, Sie hätten 1000 Jahre Erfahrung. Es ist eine neue Galaxie. Hoffen Sie lieber darauf, dass Sie und Ihr Pathfinder hier alles ausknobeln. Verstehen Sie sich ja gar nicht. Ich dachte, das sind Bros. Ich dachte, die kommen miteinander zurecht. Das sieht nicht gut aus. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus hier. Bisschen eisig, aber sonst ziemlich cool. Was geht hier ab, Jungs? Gegner. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Ich hätte nicht gedacht, dass das ein essentielles Mod sein wird. Aber er sagt es. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Ja. Ich muss das Mod downloaden, nachdem die Episode vorbei ist. Weil verdammt, der Typ kann einfach nicht die Klappe halten. Hopp, da kommen mehr Gegner. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Nein. Loot hier noch? Ja. Was sagst du, was für Temperaturen haben wir jetzt, Sam? Sind sie unter dem Nullwert? Was geht ab, Jungs? Geht es Ihnen gut? Hören Sie, ich weiß nicht, wie Rojek Sie dazu gebracht hat, uns zu helfen. Aber er hat Sie belogen. Astra, nicht. Ach, halt die Klappe. Rojek ist ein Schmuggler von Kedera, genau wie wir. Wir kamen hierher, als wir von den Cat-Angriffen auf die Dörfer hörten. Er will die antike Karte von Volt an den Meistbietenden verkaufen. Sie ist ein Vermögen wert. Als ich gesehen habe, dass sie keine Angara sind, wusste ich, dass irgendwas nicht stimmt. Das dachte ich mir schon, aber das ist nicht der Grund, warum ich es Ihnen erzähle. Und was ist dann der Grund? Als ich hier ankam, als ich sah, was die Cat diesem Ort angetan haben. Diese Leute müssen schon genug durchmachen, auch ohne, dass ihnen Plünderer das wenige stehlen, das ihnen noch geblieben ist. Ich will, dass sie die Karte zum Widerstand bringen. Dort wird sie wenigstens einem guten Zweck dienen. Und was ist mit Rojek? Er ist kein übler Kerl, sondern hat einfach manchmal dumme Ideen. Wenn wir ihm von diesem Ort erzählen, wird er es verstehen. Gehen Sie also nicht zu hart mit ihm ins Gericht, okay? Bringen Sie dem Widerstand einfach die Karte. Jemand wie er ist es nicht wert, dass ich meine Zeit mit ihm vergeude. Ich sorge dafür, dass diese Karte in die richtigen Hände gelangt. Gut, das erleichtert mein Gewissen. Ich danke Ihnen. Es stört mich ein bisschen, dass die Turianer in diesem Spiel eigentlich die fast alle das... Die Temperatur liegt im normalen Bereich. Also das gleiche fade Gesicht haben. Oh. Sie haben alle das gleiche fade Gesicht. Gibt's hier oben. Wow! Ein Dach. Frozen City. Gegner anscheinend. Jetzt erstmal hier rein. Haben wir Temperaturen unter dem Nullwert, Sam? Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Okay, es ist jetzt im Normalbereich. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Danke, Sam. Danke. Sehr nett von dir. Wie schaut die Temperatur jetzt aus, Sam? Sind nicht im Normalbereich? Ist es kalt hier? Haben wir kalte Temperaturen? Ist es ein bisschen eisig? Wo ist dieser eine Gegner? Tot. Er ist tot.
den Punkt jetzt nicht gefunden. Vielleicht diese Höhle da drüben. Nennst du Super Jump Rider? Nein? Egal. Hopp, müssen wir was zum Abbauen. Iridium! Roar! Karte-Taste. Hier rechts rüber. Und dann zum interessanten Ort. Oder was haben wir hier? Auch noch einen interessanten Ort. Nehmen wir diesen interessanten Ort. Und weiter hier. Die Orte sind dann nicht so interessant meistens. Ihnen fehlt ein bisschen Charisma. Nicht Charisma. Sie schauen sehr ähnlich aus meistens. Das ist, was ich sagen will damit. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Danke, Sam. Danke. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Danke, Sam. Danke, Sam. Interessantes hier. Auch keine Loot. Moni. Und dass ich raufhupfe, glaube ich nicht. Na dann weiter. Bevor Sam uns noch sagt, dass es hier eisig ist und kalt. Letzte, was wir wollen. Da Sie zum Team gehören, wie viele Kroganer können Sie zurückbringen? Mich eingeschlossen? Einen, mehr oder weniger. Aber Sie gehören zu unserem Team. Die Kroganer, auch die im Exil, haben eine verlorene Sache verlassen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, Kleiner. Er hat mich gerade mit dem anderen Typen verwechselt. Wilderer ist mit Jackstern. Catchit, den machen wir mit wem anders. Hier gehen wir hier rüber. Ich glaube, dieser war's. Super Speed! Ja, klar. Ah, das interessiert mich gar nicht. Das interessiert mich gar nicht. Das Ding glitscht ein bisschen. Ja. Auch mehr Super Speed. Es reicht einfach nicht, das Super Speed. Ach ja. Hat seine Arbeit getan. Hier wollten wir rauf. Hier geht's weiter. Oder ist hier nur meine Markierung einfach? Das ist meine Markierung. Okay, gut zu wissen. Gehen wir mal hier rein. Klopfen. Vielleicht mal richtig einparken, dass wir wieder wegkommen. Noch prüfen, scannen. Super Dash Rider! Das ist ein wichtiges Mod, dass man schneller ein bisschen vorankommt. Ein paar dieser Bilder fehlen noch. Ich frage mich, ob ich meinen Schlüssel verwenden kann. Nein. Ob hier noch welche zu finden sind. 1000 Schlüssel habe ich mir erarbeitet. Mit harter Arbeit. Die Super Jumps sind auch harte Arbeit. Okay, jetzt geht's. Oh, ich mag dieses Rätsel nicht. Es fehlt noch immer einer. Wir brauchen mehr Glyphen. Hier drüben, ich sehe es. Oh, Livium habe ich auch gesehen.
müssten jetzt genügend Glyphen sein. Na, hoffentlich. Hier ist sonst keine Action, wie es ausschaut. Ups, wahrscheinlich. Das Interfacing ist fehlgeschlagen, Pathfinder. Die Eingabe war offenbar nicht korrekt. Ja, ich habe meinen Schlüssel auch nicht benutzt. Ja. Ich hab's. Passiert irgendwas? Oder kann ich trinken? Nichts, es passiert nichts. Okay. Die Schiffe-Gegner waren anscheinend nicht hier. Warum ist so wenig Action in diesem Spiel? Das überrascht mich ein bisschen. Die Gegneranzahl kommt mir extrem niedrig vor. Und hier haben wir das Herz entfernen. Das ist eine fettere Mission. Machen wir hier einen kleinen Circle. Also hier rüber. Ich hoffe, ich muss in meinem ganzen Leben nie wieder Nexus-Rationen essen. Der Geschmack ist einfach widerlich. Oh, ihr habt einen Geschmack? Oh. Kommt Leon so gut mit jedem klar hier? Oder ist er ein bisschen Quogianer-rassistisch? Hat schon mal jemand einen Film über sie gedreht? Bestimmt, oder? Ich bin vielleicht mal durch irgendeine Kriegsdoku gelatscht, aber ganz ehrlich, so ein Zeug ist eigentlich nicht unser Ding. Ja. Yep. So bin ich so langsam. Auch mehr Super Speed. Was haben wir hier am Boden? Das ist irgendein Wert. Was sind das nur Leichen? Datenbett. Für die Gefallenen. Der tote Angara hat ein Datengerät bei sich. Seine Familie wird vielleicht wissen wollen, was sich darauf befindet. Ja, das kann ruhig sein. Das erinnert mich an Weihnachten in den Bergen. Ein schöner Gedanke, oder? Was auch immer Sie davon halten, ich finde diesen Planeten wunderschön. Ich muss gerade an einen Eismond denken, auf dem ich mal gestrandet war. Das hätte mich beinahe meinen guten See gekostet. Ja, ich finde diesen Planeten auch cool. Den haben sie gut gestartet. All in all build. Die Atmosphäre, der Himmel, der was sind das, kleine Wolken? Warum wollte ich Staub sagen? Je mehr ich hinschaue, umso mehr kommt er mir irgendwo. Okay, was haben wir hier? Hier unten haben wir auch noch etwas. Pathfinder, ich empfange ungewöhnliche Werte von der nahegelegenen Reliktstätte. Sie sollten Gegner vielleicht auf den Grund gehen. Definitiv Gegner auch. Ah, daneben. War sonst wurde so alles. Wohnt es alle Gegner? Weil die Polymer. Edelte Forsern. Hey Mensch, haben Sie Todessehnsucht? Wenn Sie mich beobachten, zeigen Sie sich. Selbst wenn Sie es versuchen würden, könnten Sie mich nicht sehen. Mein Name ist Halger. Ich bin beim Widerstand und verstecke mich in einem Scharfschützennest, 2 Klicks von Ihnen entfernt. Sie stehen mitten in einem Minenfeld der Kett. Haben Sie die Warnmarkierung nicht bemerkt? Offensichtlich nicht. Das würde die ungewöhnlichen Werte erklären, die ich empfangen habe. Die Quelle ist ein kodierter Sender. Ich kann kaum glauben, dass Sie noch keine Mine ausgelöst haben. Und ich habe auch keine Ahnung, wie Sie da wieder heil rauskommen. Ein Scan sollte Ihnen zeigen, wo die Minen vergraben sind. Wenn wir wissen, worauf wir feuern müssen, ist der Rest ein Kinderspiel. Sie sollten sich aber besser beeilen. Die Cat patrouillieren ziemlich häufig in diesem Gebiet. Falls Sie es nicht schaffen, lasse ich die Basis wissen, wo Ihre Überreste zu finden sind. Danke.
Ich habe das Piepsen gehört. Aber noch keine Mine gesehen. Ah. Ehrlich gesagt, so sehr helfen mir die Scans da gerade nicht. Ich super jump einfach zum Nomad rüber und fertig. Eine Mine erledigt. Ja. Minen. Tut mir leid, Kettmine. Heute ist nicht dein Tag. Sie ist entschärft. Endgültig. Sieht aus, als wären da vorne Cat. Wir sollten vorsichtig sein. So entschärft man Minen. Das war doch keine Mission, oder? Ich hab keine Ahnung. Na also, wir haben einen sicheren Weg aus diesem Minenfeld. Glückwunsch. Und danke, dass Sie die Kette. Ups. Oh, nein. Granate. War eigentlich ein guter Wurf. War gar nicht wenig. War da wieder eine Mine? Es war eine gute kampffähige Truppe hier. Gute Arbeit, Team. Ist kalt? Nein, es ist nicht kalt. Es sind Badasses. Badassen ist nicht kalt. Die nicht bauchfeuer rumrennen. So. Was habe ich für ein Problem? Wenn es nach mir geht, würde ich Bibi. Ihre Knochen? Was? Eines Tages haben Sie beschlossen, Knochen an Ihren Sachen zu wollen. An wen haben Sie sich gewendet? An den Knochenmann. Knochenmann? Knochenmann. Klar. Was wollte ich sagen? Wenn es nach mir geht, würde ich die ganze Zeit Bibi, Cora und Drex mitnehmen. Und Dreck. Nur Dreck wird mitgenommen. Wo ist der kleine Gegner? Ja. Wird gleich Biotic Explosions fressen. Bis zum geht nicht mehr. Eine Loot für mich, Kleiner? Nein, das zerfällt einfach. Sichere Bedingungen. Minus 30 Grad ist sicher. Okay, wir haben Weltraum. Parar. Ausrüstung. Jetzt blenden wir mal, dass wir nicht das blöde Dash-Geräusch die ganze Zeit haben. Das, was ich scannen sollte? Wahrscheinlich nicht. Okay, ich sehe. Blüben überall. Super Jumper Rider regelt schon. Ich weiß nicht, wie man das Spiel ohne Super Jumps durchspielen soll. Unmöglich. Klingt ein Monster. Nein, wir sehen. Ja. Das sollte es gewesen sein. Gute Arbeit, Team. Gute Arbeit. Ohne euch hätte ich nie geschafft. Echt jetzt. Verdammt, da gibt es viele Puzzles. Gott sei Dank habe ich mir die Schlüssel geholt. Das war's. Einer fehlt noch. Den machen wir ein anderes Mal. Ein bisschen Anti-Climate. Anticlimatic. Das ist das deutsche Wort dafür. Anticlimatic.
Oh, da ist noch einer. Neben. Gute Arbeit. Oh, Rex ist gehabt. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Danke, Sam. Danke. Danke für die Nachricht. Ich freue mich. Freue mich tierisch auf diese Nachrichten. Hier, Fragezeichen. Dann diese zwei Sachen. Dann mal zurück. Also, was am Boden. Die Antwort lautet nein. Sie haben die Frage noch gar nicht gehört. Die Chancen stehen 50-50, dass ich uns beiden damit Zeit erspare. Reliktstätte voraus, Pathfinder. Sie könnte über Verteidigungsmaßnahmen verfügen. Wir haben Ziele! Versucht über fette Fights. Ah ja, er hat gemerkt, dass ich zuschaue bei ihm, wenn nichts tut. Ich orte an dieser Position Kettentechnik. Sie können das Gerät zerstören, indem sie darauf schießen. So zerstört man Dinge normal, ja. Aber nicht scannen. Einfach an randoms. Gerät hat Daten an einen externen Empfänger übermittelt. Und der ist wo? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Es könnte allerdings an anderen Reliktstätten weitere Geräte geben. Oh, so viel random Kram. Viel zu wenig Nomad Boost. Oh, was ist das für ein Sonnenstrahl in mein Gesicht. Offenbar ist Gegner. Gutes Ziel, gutes Ziel. Geil, ich will immer die Waffen auf die falschen Taste wechseln. Immer auf der falschen Taste. Das ist ungewohnt. Irgendwas Interessantes hier noch. Schaut nicht so aus. Ja, ich weiß nicht. Die random Sachen zahlen sich doch nicht wirklich aus. Ich weiß, ich habe ein Level Up bekommen. Auf Episode haue ich mir da was rein. Nein. Rückwärts gegangen. Verdammt, das blendet. Und jetzt haben wir noch links oben zwei Missionen. Dann ist die Mission Roundup hier, glaube ich, fertig. Dann wird die Mitglieder gewechselt. Die zwei haben mir nicht die richtigen Vibes together. Sie haben schlechte Vibes. Doch ein besseres Vibes. Ist alles so anstrengend. Ich habe mich im skylianischen Randsektor mal durch ein batterianisches Aufklärungsschiff gekämpft, um den Piloten umzulegen. Das war anstrengend. Also jammern Sie nicht rum, Kleiner. Was sage ich? Was sage ich? Ah. Pathfinder, dieser Ort würde sich für einen Außenposten eignen, aber der Planet ist noch nicht bewohnbar. Verstehe. Verstehe. Also nichts zu tun hier. Ja. Around. Allround Antrieb. Sam, noch eine Erinnerungsbenachrichtigung? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich.
Kehren Sie zum Fernkern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Danke, danke. Das könnte eine ganze Stunde dauern, dieses Gespräch dann. Okay, was haben wir hier? Rydek zur Rede stellen, Wilderer, nein, das machen wir nicht. Andere Schlachtfelder auf Vorhalt finden, optional den Catch-Shield beobachten, das machen wir auch später mal mit dem anderen Typen. Schlachtfelder, nichts Interessantes, wie es ausschaut, außer diese Mission, die machen wir mit Jarl. Kann ich darüber teleportieren? Schnellreise. Tempest. Was haben wir hier? Schauen wir mal, was wir hier haben. Wie lange wir schon in der Episode sind, das schauen wir auch nach. Na, bisschen was innerhalb kommt noch. Innerhalb des Toleranzbereichs. Danke, Sam. Lebenserhaltung ist wieder online. Danke, Sam. Danke, Sam. Behälter. Sind hier keine Mission zum Abgeben? Was haben wir hier? Ah ja, doch haben wir Mission zum Abgeben. Gibt mir eine gute Belohnung, yeah. Und Super Dash Rider ist auf dem Weg für die Belohnung. Ich fühle mich irgendwie geehrt, das alles sehen zu dürfen. Ohne gute Organisation gewinnt man keinen Krieg. Unwahrscheinlich. Ist das der Planet? Mit allem, was sich darauf befindet? Pathfinder, Sie wurden mir bereits angekündigt. Davia Kaas, leitender Geheimdienstoffizier. Ich soll Sie über Volt informieren. Haben Sie Fragen zu dem Planeten? Nur zu. Ein paar Schatzsucher haben diese Karte vom alten Volt gefunden. Sie wollten, dass Sie sie bekommen. Wir dachten, wir hätten sie verloren, als der Dar niederbrannte. Diese Details. Mit dieser Karte könnten wir Angriffe über alte Handelsrouten planen, die nicht einmal die Cat kennen. Wer immer Ihnen das gegeben hat, verdient unseren Dank. Und Sie auch. Wie will der Widerstand diesen Krieg gewinnen? Wir haben nicht genug Truppen, um einen planetenweiten Krieg zu führen. Unsere einzige Hoffnung ist ein entscheidender strategischer Angriff. Das Zentrum sämtlicher Cat-Operationen auf Volt liegt jenseits des Tals. Wenn wir ihre Einsatzzentrale zerstören, wird sie das schwächen. Zumindest hoffen wir das. Ist das eine Karte von Volt? Eine lebende Karte, ja. Alle Regionen des Planeten sind abgebildet. Sobald wir Informationen von unseren Spähern und Kontakten erhalten, wird sie in Echtzeit aktualisiert. Sie können die nächstgelegenen Dara sehen, Ijara und Techix, sowie Jani Ik, die archäologische Ausgrabungsstätte, die Cat besetzt halten. Ich denke, ich habe genug Informationen. Falls Sie noch etwas brauchen, finden Sie... Nein, ich will noch eine Mission herangehen. Warte. Ist das... Okay. Boah. Ja, machen wir auch noch. Dann holen wir Charlie ins Team und machen die Wilderer-Nebenmission. Pathfinder, kann ich etwas für Sie tun? Sind Sie der Ausrüstungsoffizier? Ich habe gehört, es gäbe Probleme mit Ihren Vorräten. Was für ein Unsinn. Ich weiß ja nicht, was genau Sie gehört haben, aber alles läuft bestens. Ihre Nachrichten besagen etwas anderes. Sie haben seit Wochen keine Lieferung mehr erhalten. Diese Datenpads waren verschlüsselt. Wie haben Sie... Diese Informationen dürfen nicht nach außen dringen. Niemand weiß, dass keine Lieferungen mehr eintreffen. Wenn sich das rumspricht, wird die Moral drastisch sinken. Ich muss der Sache unauffällig nachgehen. Haben Sie irgendwelche Spuren? Nicht viele. Die Vorräte erreichen zwar den Planeten, aber nicht unsere Basis. Die naheliegende Antwort sind die Cat. Sabotage ist genau ihr Stil. Wir haben den Übergabeort schon gewechselt, aber das hat nichts gebracht. Ich kann niemanden losschicken, um der Sache nachzugehen, ohne dass sich das rumspricht. Aber ich fürchte, letzten Endes wird es sich nicht vermeiden lassen. Ich kann mir den Übergabeort gerne mal ansehen. Dann wird auch keine Unruhe aufkommen. Ich kann keine offizielle Suchaktion genehmigen.
aber ich kann sie auch nicht davon abhalten, eigene Nachforschungen anzustellen. Der NAV-Punkt des letzten Übergabeortes ist in meiner persönlichen Konsole gespeichert. Und Sie scheinen sich ja mit Entschlüsselungen auszukennen. Insofern überlasse ich alles andere Ihnen. Ich soll deine eigene Konsole hacken. Sie ist mir dann gleich um die Ecke. Entschlüsselung abgeschlossen, Pathfinder. Ich aktualisiere Ihr NAV-System mit dem Übergabeort der Vorräte. Loot. Alle Loot hier. Ebene wechseln. Goddammit. Okay. Hier sind wir. Hier sind die Vorräte. Ist das außerhalb? Kann ich da nicht reisen? Schauen wir mal. Ich hoffe, das ist außerhalb. Sonst bin ich irgendwo hingereist. Das schaut nach außerhalb aus. Okay, wartet. Nein, Teammitglied wechseln. Ausstattung. Welches Teammitglied nehmen wir weg? Ich will mal schauen, wie das mit Jarl und Liam läuft. Die zwei auch nicht cool sind und viben. Ob Liam das Problem ist. Los, Team. Den Pfad bin ich ja nicht mal entlang gefahren letztens. Folgen Sie den Lichtern, Ryder. Vertrauen Sie mir. Wie wäre es, wenn wir den eisigen Berg nicht mit Höchstgeschwindigkeit runterrasen? Doch, das machen wir. Oh, mein Schiff. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Da werden wir ja nicht zu schnell reingehen. Oh. Oh. Wenn wir hier einen Außenposten errichten, werden wir dann alle in Iglos wohnen? Hatten Ihre Leute vor, sich hier anzusiedeln? Sie scheinen mir ziemlich kälteempfindlich zu sein. Was seid ihr? Verdammt. Meine Bros gehen gerade nirgends hin. Ah, goddammit. Wieso haben uns diese Angara angegriffen? Pathfinder, ich habe in der Nähe ein Datenpad geortet. Pistole, Nahkampfoptimierung. Keine Pistole. Okay, was sagst du? Text, sagst du. Axul. Sollte mir der Name irgendwas sagen? Lassen Sie uns diese Unterhaltung ein andermal führen. Pathfinder, ich habe Orlisk darüber informiert, dass der Übergabeort jetzt sicher ist. Gut. Jetzt sollte der Widerstand seine Vorräte erhalten. Das war die ganze Mission. Ein paar Leute einfach umbringen. Das liegt am Weg zu den Wilderern. Okay. Und darüber. Hui. Ein Jump, den wir machen müssen. Schaut so aus. Gemeistert. Verlangsamen? Nee, das brauchen wir nicht. Wow. Genau, wenn ich das sage. Pro-Tipp, Eis ist rutschig. Und ich habe noch immer zu wenig Boost. Ich glaube nicht, dass ich das upgraden kann. Wo kriege ich eines dieser Widerstandsabzeichen her? Ich würde dafür ein Hustle-Emblem eintauschen. Es ist ein Kari. Und wir verteilen sie nicht einfach so. Ich habe mir meines verdient, also kann ich es auch weitergeben. Ich habe mir meines verdient, also kann ich es auch behalten. Oh Gott. Ja. Ich weiß nicht. Das passt mit Leben nicht.
vielleicht einfach kein Smalltalk-Experte. Kann ich ihn nicht verübeln. Bin ich auch nicht. So viele. Ich rede. Das ist ein Gerät der Cat. Sehen wir es uns mal an. Tschüssi. Okay, machen wir es einfach kaputt. Diese Geräte scheinen Reliktdaten zu extrahieren und sie an einen bestimmten Ort zu übermitteln. Können wir das Signal verfolgen? Es ist stark verschlüsselt. Mit weiteren Informationen könnte ich es allerdings möglicherweise hacken. Wir sind hier nicht fertig anscheinend. Hier ist noch ein Schlachtfeld. Hier. Ich orte ein angaranisches Datengerät, das ein niederfrequentes Leitsignal aussendet. Es wurde absichtlich zurückgelassen. So, und aufgeschlossen. Das ist auch für tot. Das ist mein Nomad. Miles away. Den Punkt haben wir. Also Wilderer und das ist direkt um die Ecke alles. Dann weiter hier. Machen wir diesen kleinen Nebenmissionen fertig. In der nächsten Folge geht es dann fett weiter mit der fetten Cat-Basis und Liam aus dem Team herausgeschmissen. Eine Lieblingswelt? Ich bin genetisch konditioniert, die Erde für wunderschön zu halten. Die Erde? Sie sind eine äußerst wörtliche Spezies. Das gilt nicht nur für uns. Nennen Sie mir eine Spezies, deren Name nicht das Volk bedeutet. So ärgerlich es auch ist, Sie haben recht. Sollten wir diese Cat-Tech vielleicht zerstören? Nein. Wir haben schon genug Fights. Den Fight können wir uns. Wir haben Ziele! Wahrscheinlich kriechen. Dann kann ich das Ding nicht erwischen. Das geht eher auf mich. Keine Loot. Oh. Den entschuldigen Riesen zerstöre ich. Hier, Landekapsel. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Laut unseren Chroniken gab es auf Volt einst Blumenwiesen. Farben, für die wir nicht einmal Namen hatten. Abbauzonen wurden ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Bemerkt. Und ist doch alles miteinander, oder? Ja. Roadkill. Doch nicht. Ich zerstöre einfach alle Dinosaurier hier. Ich schätze, da wird es sein. Die Wilderer sind nicht hier. Sie müssen den Yevara weiter gefolgt sein. Und das war jetzt alles, was hier zu sehen gibt? Nichts wirklich. Leere Kisten. Ja, Temperatur fällt ab. Ich sehe es, ich sehe es. Oh. Rennen ist überbewertet. Okay, dann ist ja klar, was wir machen. Hier raushupfen und dann weiter. Burp. Sonst noch jemand?
Dann musst du wieder in Zuversicht. Oh. Danke, danke. Das ist keine Lootkiste. Da kommen sie! Ich glaube, das war's. Dann könnte ich fast das Haus dir mitnehmen. Achso, ich muss mir die Kiste erst verdienen, verstehe. Ach, verdammt. Was wollt ihr mir sagen? Dass ich erfriere, das ist das Einzige, was ich hier sehe. Ach, hier raus hier. Es ist zu kalt. Selbst für Team bauchfrei, nicht bauchfrei. Was haben wir hier? Eine kleine Basis am Berg? Was ist denn jetzt schon wieder hier? Das ist die Quelle dieser Interferenz? Sieht aus wie ein Meteorit. Die Interferenz wird durch EM-Strahlung verursacht, die er emittiert. Ich orte... Adi, wir reden später. Was? Ist gerade abgegangen. Was ist als nächstes dran? Wofür Superkunden-Episode? Ich hab schon gesehen, ihr könnt es nicht verheimlichen von mir. Es gibt hier ein aktives angaranisches Datengerät. Das sollten wir uns mal ansehen. Hab ich doch schon. Das sind genau die Missionen, die... Da... Bilderer... Nein, wir gehen da links rauf. Wir gehen ein Schild beobachten. Ah, da war die fette Kuppe. Die war doch viel cooler, die fette Kuppe. Starker Cat-Schild für mitten im Nirgendwo. Das ist Jarni Eek. Die Cat glauben, sie finden dort irgendein Relikt-Ding. Unsere Leute können den Schild nicht durchbrechen. Er wird von der Hauptkommandobasis aus gesteuert. Wie kann ich dieses Ding helfen? Was sagt die Karte, was ich hier tun soll? Nichts. Höhle. Hinfahren, anschauen und fertig. Und Baminen auslösen anscheinend. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier schon mal drin war. Wow. So, je. Ryder kriegt das schon hin. Warum tun sie das? Sie machen das ziemlich häufig. Bei Menschen drückt sich Unsicherheit oft dadurch aus, dass sie mit sich selbst reden und hoffen, dass niemand es bemerkt. Sagen Sie mir nächstes Mal einfach, wie ich mich verhalten soll. Wow. Damit. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Danke, Sam. Danke. Dann, wir fahren die Karte ab. Ich hoffe, das war das mit den wilderen Lagern. Und dann können wir die Hülle dann mal machen. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie ihrem NAV-System hinzugefügt. Ja, ich sehe mich nicht. Schaut nach dem Lager aus. Sieht aus, als wären die Wilderer bereits weitergezogen. Sekunde, da ist ein Datenpad.
haben keine Ahnung, was uns die Yevara bedeuten. Wir werden uns um diese Wilderer kümmern, Jarl. Das verspreche ich Ihnen. Danke. Ich weiß, es ist nicht leicht zu verstehen. Die Yevara sind intelligente, beeindruckende Geschöpfe. Und jetzt werden sie abgeschlachtet. Was haben die zu bieten, die Viecher? Ah, das hat das Spiel ein bisschen leer gemacht. Das Herumfahren, Datenbett lesen und dann wieder weiter rumfahren. Meistens genau 3 Punkte immer abfahren. Höhle, hier. Schon wird hier reinkommen. Und dann sind... Ach, da ist das Lager dran. Okay, okay. Gehen wir nochmal zur Höhle rüber. Der Eingang ins Lager sein, dann haben wir, wenn dann noch einen fetten Abschlussfight für diese Episode. Sie haben Angst. Ha, ist das so offensichtlich? Wir sehen das bei den Spezies der Initiative oft, auch wenn sie alle versuchen, es zu verbergen. Naja, wir haben uns möglicherweise ein bisschen zu sehr auf diese ganze in der neuen Galaxie wird alles toll Geschichte versteift. Ein Höhleneingang. Kein Höhleneingang. Wirklich. War da wirklich kein Höhleneingang? Oh. Ah. Ah. Was fehlt? Für mich. Dann machen wir noch die Mission und dann sind wir hier fertig. Dann Hauptmission weiter das nächste Mal mit neuen Team. Das sieht wie ein Konstrukt der Cat aus. Die Relikte haben das Gebiet übernommen, Pathfinder. Eine Untersuchung könnte sich lohnen. Ich fahre direkt in die blendenden Strahlen der Konstrukte. Ah, ja, ich seh's. Das muss das Lager der Wilderer sein. Irgendwas sagt mir, dass wir uns nicht einfach auf einen Plauscher reinbinden werden. Oh, ey. Warum ist meine... Mach das Ding weg, Jungs. Mach das Ding weg. Mein erster Tod. Ich glaube, ich habe gerade das Speicherpunkt bekommen, wie ich fast getravelt bin. Ja. Meine Sensoren registrieren Kerntechnologie, Pathfinder. Wir sollten uns diesen Reliktbereich näher ansehen. Nein, wir holen uns wieder den Fight. Diesmal sind wir besser vorbereitet. Schießen aus der Distanz. Das muss das Lager der Wilderer sein. Irgendwas sagt mir, dass sie uns nicht einfach auf einen Plauscher reinbinden werden. Tempo-Schwelle! Wir sind nicht besser vorbereitet. Wir sind überhaupt nicht besser vorbereitet. Besser vorbereitet sein war eine Lüge. Für mich, das natürlich kommt das für mich. Durch einen Bandenkrieg verursacht. Ungewöhnliche Werte von diesem Angar. Ein Scan des Leichnams könnte Ihnen weitere Informationen liefern. Ja, okay. Dafür werde ich dann Zeit haben. Das muss ich mal meine scharfen Schüsse leaden. Verdammt. Dann wäre ich einen guten Abschlussfight. Ja, scannen. Hast du irgendwelche Informationen erhalten, Sam? Ja.
Ich habe sie meiner Datenbank hinzugefügt. Um das Tracking-Signal wiederherzustellen, brauche ich allerdings noch weitere Informationen. Control the climb back down. Ah, es ist gelandet anscheinend. Genau, keine Sniper-Muni mehr. Einen Schuss. Danke. Achtung, Granate! Hab's gesehen, hab's gesehen, hab's gespürt. Und mehrere. Endlich mal ein guter Fight in diesem Spiel. Granate, wer auch immer das war. Guter Schlag, guter Schlag. Mein Lieblingsteammitglied. Da, ich hab's auch nachgemacht, damit es sich nicht so einsam fühlt. Mit diesem Schlag. Wo versteckst du dich? Vielleicht drinnen in der Höhle? Oder mal rein hier, bevor wir erfrieren. Ein Haufen was Iridium hier. Der Iridium-Planet. Nichts wirklich. Dann rauf hier. Und was in dieser Ecke? Iridium, natürlich. Nicht iridieren uns lassen. Iridium. Das ist eine leere Höhle hier. Ach, wir können reden. Nicht schießen. Können wir reden? Anscheinend können wir reden. Das verstehe ich nicht. Die Leute, die ich angeheuert hatte, haben auf sie geschossen. Und sie haben sie ausgeschaltet. Das verstehe ich. Aber jetzt sollten wir uns unterhalten. Nach allem, was ich gehört habe, hätte ich nie damit gerechnet, dass eine Angara diese Jagd leitet. Dann haben Sie also mit den Angara hier geredet. Ich bin mir sicher, Sie haben ihnen die Legenden erzählt. Und auch, dass die Yevara das Einzige aus unserer Geschichte sind, was überlebt hat. Aber diese Geschöpfe könnten auch der Schlüssel zu unserem Sieg über die Kett sein. Erklären Sie mir das. Ich habe Tests durchgeführt. In der Haut der Yevara gibt es ein Enzym, mit dem sich die Auswirkungen von Kettwaffen behandeln lassen könnten. Wenn ich recht habe, könnten unsere Kämpfer schneller wieder gesund werden und die Kett zurückdrängen. Nein, nicht so. Diese Geschöpfe sterben. Sehen Sie? Mein Volk klammert sich lieber an Traditionen, statt an die Zukunft zu denken. Sind Sie tatsächlich davon überzeugt, dass dieses Enzym wirkt? Dass es ihre Leute heilen kann? Ich muss noch weitere Tests durchführen. Aber bisher sieht alles äußerst vielversprechend aus. Lassen Sie mich meine Forschung einfach fortsetzen. Für die Zukunft meines Volkes. Leider, ich weiß nicht, was ich darüber denken soll. Ich kann diese Entscheidung nicht treffen. Das Volk braucht diese Forschung nicht. Ich würde die Rettung sein. Sam, schick Ihre Informationen an den Widerstand. Die Daten werden übermittelt. Ich schlage vor, Sie verlassen Vault, bevor Ihre Leute diese Informationen erhalten. Sie machen einen gewaltigen Fehler. Ich werde den Commander kontaktieren. Danke, Ryder. Ich denke, es war die richtige Entscheidung. You're welcome. Sehen wir die Regen? Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Danke, Sam. Danke. Das hätte ich ohne dich nie gewusst, Sam. Deswegen bist du im Team. Hab dich schon viel lieber als Edie. Nicht wirklich. Ja. Ah, Edie. Ja, keine Ahnung.
Er ist auf jeden Fall kein Crony oder kein Pilzgefährte. Pilzgefährte ist cool, der spricht nie. Deswegen ist Pilzgefährte Nummer 1. Okay, okay. Ja, das machen wir gleich. Bringen wir eigentlich die Karte hier raus. Und hier müssen wir dann rüber in der nächsten Mission. Also, das schaut das nächste aus. Ich schaue, dass das nächste aus der so Richtung Mission. Dass wir am besten darüber kommen. Das naja, ist Techix. Zumindest laut meiner Karte. Wir waren da schon, du Vollkoffer. Ja, danke fürs Zuschauen. Peace. Oh.